wie sie durch kaum bekannte Saisonalitäten und Zyklen ihren Ertrag steigern können, ist das Thema. Also es geht hier nicht nur um Jahreszyklen, sondern auch um Zyklen anderer Längen. Hier habe ich mal ein Beispiel, ganz einfacher, damit wollte ich anfangen. Im Oktober 1929 gab es den berühmten Crash, der in die Depression der 30er Jahre führte. Dann gab es 87 einen Crash im Oktober. Dann gab es 2008, waren die Märkte recht schwach im Oktober. Und hier ist mal eine Übersicht aller größeren Rückgänge. Und Sie können hier sehen, dass also mit roter Farbe im Oktober, das sind doch die meisten starken Eintagesrückgänge eben stattgefunden haben. Und das ist doch einmal auffällig. Und ich möchte hier ein bisschen weiterführen in das Thema zu dem wohl bekanntesten saisonalen Muster. Das ist Sail and Man Go Away. Ja, es hängt ein bisschen im Oktober ja zusammen, der auch im Sommerhalbjahr ist. Was Sie hier sehen als Chart ist, blaue Linie ist die Kapitalertragskurve eines Winterinvestments im Dow Jones, also vom November bis April im Winterhalbjahr. Und die rote Kurve, die ja fast eine horizontale Linie ist, wie Sie sehen können, das ist einfach die im Mai, von Mai bis Oktober. Und da können Sie sehen, dass also über einen Zeitraum von mittlerweile, 60 Jahren im Prinzip im Mittel zwischen Mai und Oktober, jetzt von Dividenden abgesehen am Aktienmarkt in den USA, der wirklich sehr gut lief, zum Teil eben nicht zu holen war. Ja. Das Gleiche hier für Deutschland. Die Kurve hier sehen Sie ab 1970. Im Blau sehen Sie den DAX selbst, in Grün das Winterhalbjahr von November bis April. Und in Rot das Sommerhalbjahr. Und Sie können sehen, dass das Winterhalbjahr den DAX sogar geschlagen hat in Deutschland. Ja. Und hier ist mal eine Übersicht über 11 Länder von diesem Sail and Man Go Away-Effekt, der übrigens auch Halloween-Effekt heißt. Ja. Sie können hier links die 11 von der Marktkapitalisierung her gesehen größten Indizes sehen. Länder sehen, daneben welchen Index ich verwendet habe, um es zu berechnen, dann das Startdatum, also entweder 1970 oder eben als mit Beginn der Zeitreihe. Und Sie sehen dann in der dritten Spalte von rechts den Ertrag im Sommer. Ja, daneben sehen Sie den im Winter und daneben den Gesamtertrag. Ja, und in allen 11 Ländern war also das Winterhalbjahr stärker als das Sommerhalbjahr und in 9 Ländern war es sogar deutlich stärker. Ja, und Sie sehen die roten, da war das Sommerhalbjahr eben sogar, hat sogar einen Verlust gebracht. Ja, und nur in 2 Ländern, in Hongkong und Indien, war das Sommerhalbjahr überhaupt vom nennenswerten Ertrag geprägt. Also es ist schon recht markant und es liegt eigentlich nahe, dass es kein Zufall ist. Ja. Und wichtig ist an diesem Beispiel, weshalb ich das so gerne bringe, nicht nur, weil es bekannt ist oder eben doch, weil es bekannt ist, es ist nämlich nicht nur seit Kurzem bekannt, sondern seit den 50er, 60er Jahren nachweislich. Und obwohl es eben bekannt ist, funktioniert es. Ja, es wird also nicht wegarbitragiert oder sonst was. Das sage ich Ihnen deshalb, weil saisonale Verläufe, selbst wenn sie bekannt sind, da zeige ich Ihnen noch andere Beispiele, oft ein sehr großes Beharrungsvermögen haben. Überraschend groß. Man sollte also meinen, dass sie dann eben nicht mehr funktionieren. Hier komme ich kurz mit einer Studie noch, die vor wenigen Monaten durch die Medien ging. Das ist eine langfristige Studie, die hier 3 Akademiker gemacht haben. Und die haben über 4 Anlageklassen, also nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch beispielsweise die Rohstoffmärkte, 68 Märkte bis zu 217 Jahre zurückgerechnet. Ja, es ist also die längste Studie in dem Sektor, in dem Bereich, den ich kenne. Und Saisonalität schlägt alle anderen Anlagestrategien. Also ich finde es schon recht beeindruckend. Wenn man nur die Aktien nimmt, ist Saisonalität nicht mehr auf Rang 1, aber immer noch deutlich besser beispielsweise auf, als Value-Strategien, die weitaus populärer und bekannter sind als saisonale Strategien. Sie können diese Studie und übrigens viele weitere auch auf der Webseite seasonex.com dann einsehen. Da komme ich dann nachher nochmal drauf. Nun, wie kann ich einfach
erkennen, wo meine saisonalen Chancen sind. Das geht am besten durch saisonale Charts. Saisonale Charts heißt nicht, heißt letztlich, dass die Erträge der vergangenen 10, 20, 30 Jahre, welchen Zeitraum man auch immer nimmt, in einer Kurve zusammengefasst werden. Das ist hier mal schematisch dargestellt. Ja, Sie sehen also links mit einfach Startdatum 0% in dem Fall alle einzelnen Jahre aufgezeigt. Unten sehen Sie also die vertikale Achse ist die Monatsskala. Und rechts sehen Sie dann einen saisonalen Chart, in dem Fall von einer amerikanischen Aktie. Auch wieder eine Preisskala ist die vertikale Aktie und die Monatsskala ist die horizontale Aktie. Und Sie sehen also hier in dem Beispiel, dass von Februar bis April die Aktie stark steigt. Das hat hier in dem Fall Earnings Surprises als Grund. Dann kommt die Mai-Schwäche, die wirklich viele einzelne Aktien haben, eben nicht nur Indizes, sondern zwangsläufig auch viele einzelne Aktien, aber natürlich nicht alle. Und dann sehen Sie die Jahresendrallye oder hier könnte man auch von der Herbstrallye sprechen. Ja. Hier ein kleiner Einschub zur Berechnung. Es ist nicht ganz trivial, saisonale Charts zu berechnen. Da muss man einfach einen Algorithmus entwickeln. Und Sie können hier links sehen einen taggenauen saisonalen Chart, ja, der aber nicht preisgenau ist. Das erkennen Sie an der Preisskala von 0 bis 100. Das ist ja keine Preisinformation. Auch die Niveaus stimmen hier nicht. Also das ist ein taggenauer Chart, aber nicht ein preisgenauer Chart. Und rechts sehen Sie einen Chart, da ist sozusagen der Preis genau in Prozent, aber es hat nicht taggenau, sondern in dem Beispiel Monat. Also passen Sie einfach auf, es gibt im Internet viele Anbieter, die vorgeben, genaue saisonale Charts anzubieten, dem ist oft nicht so. Ja? Hier sehen Sie aber ein Beispiel eines tag- und preisgenauen Charts, nämlich den DAX im Jahresverlauf und Sie können hier einfach errechnet über 20 Jahre wieder die Preisskala von 100 angehen prozentual. Und Sie können hier sehr schön sehen, wie es eben im März, April hochgeht, ja, steil nach oben geht. Dann können Sie hier genau zum Mai die Sommerschwäche erkennen, die im DAX ausgeprägt ist. Der September ist besonders schwach und dann sehen Sie hier die Herbstrallye. Ja, das ist also der saisonale Verlauf, der typische des deutschen Aktienindex. Und wenn man jetzt hier weiterschaut, geht als Anleger sind Sie natürlich immer interessiert, nicht nur an dem generellen Verlauf während des Jahres natürlich, sondern zwischen zwei Zeitpunkten, weil Sie kaufen zu einem bestimmten Zeitpunkt und verkaufen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Deswegen habe ich jetzt Ihnen hier mal im Chart, es ist wieder der saisonale Verlauf des DAX, eben die Herbstrallye markiert. Ja, das ist hier. Vom 8.10. bis zum 4. Januar, das geht hier also links im Chart weiter natürlich, weil der saisonale Verlauf natürlich mit dem Jahresende nicht beendet ist. Und Sie sehen hier links unten, sehen Sie die Equity Line, die Kapitalertragskurve, wenn Sie eben genau in diesem Zeitpunkt investiert gewesen, in dieser Zeitphase investiert gewesen wären. Sie sehen hier in dem Balkendiagramm in der Mitte unten, erkennen Sie schön, wie in den einzelnen Jahren jeweils das verlaufen ist. Sie sehen hier dann die Kennzahlen, eine Auswahl, hier zum Beispiel der durchschnittliche Ertrag, der annualisierte Ertrag 31% ist recht gut für einen 3-Monats-Zeitraum in einem Index. Und natürlich auch noch andere Kennzahlen wie die Standardabweichung und dergleichen mehr. Ja, und natürlich Trefferquote, auch ganz wichtig. Ja. Hier ist es nochmal hervorgehoben für die Jahresendrallye. Jetzt im engeren Begriff, nämlich von Mitte Dezember bis Anfang Januar. Und da haben wir sogar eine annualisierte Rendite von über 50%. Ja, also das sind schon gute Muster und gute Zahlen für einen Index. Ja, und hier geht es noch weiter im Detail, kann man sich das eben auch noch anschauen. Gut, kommen wir zum nächsten Index, dem Dow Jones. Ja, hier errechnet über 30 Jahre. Wir haben hier bis zum Mai in etwa im Mittel eine relativ gute Phase. Dann geht es nicht so stark nach unten wie im DAX.
Aber Sie können auch hier erkennen, der optimale Verkaufszeitraum wäre hier natürlich Ende Juli gewesen, aber hier können Sie immer noch erkennen, dass von Anfang März bis eben Oktober hinein, das ist eben dieses schwache Sommerhalbjahr, insgesamt die Kurse nach unten gehen. Sie können auch erkennen, dass im Jahresende hier ab Mitte Oktober bis eben Anfang Januar wir wieder eine ausgeprägte Herbstrallye haben. Wieso zeige ich Ihnen dann Dow Jones? Ganz einfach, weil es den als Index auch sehr lange gibt. Und hier ist es mal errechnet über 120 Jahre. Und Sie können sehen, über diesen ganz langen Zeitraum gesehen, war der Höchstpunkt sogar Anfang September. Ja, dann haben wir die September-Schwäche. Und Sie können trotzdem noch sehen, dass das Sommerhalbjahr eben insgesamt nichts gebracht hat, weil es eben dann nochmal Ende Oktober im Mittel runterging. Sie können aber auch erkennen über diesen langen Zeitraum zum Beispiel, dass die Jahresendrallye von Mitte Dezember bis Anfang Januar eben sehr stabil ist. Ja, also es gibt einfach Phasen, da komme ich gleich auch nochmal drauf, die wirklich viele Jahrzehnte lang Bestand haben. Bei anderen, was heißt Bestand haben, wo es in dem Sinne Bestand haben, dass es wahrscheinlich wieder eintritt. Bei anderen ändert sich das häufiger, aber wir haben auch eine Wiederholung. Ja, es ist einfach letztlich ein Wahrscheinlichkeitsspiel, mit der wir arbeiten. Gut, es gibt nicht nur Aktienindizes mit saisonalen Verläufen, sondern auch andere Märkte. Hier zeige ich Ihnen mal den Rentenmarkt anhand des deutschen REX. Ja? Und hier finde ich interessant, dass es eben im August, September hier nach oben geht. Und das ist vermutlich eine Intermarket-Beziehung zum Aktienmarkt, der eben in diesen Monaten in Deutschland besonders schwach ist. Ja, also auch Renten weisen saisonale Verläufe auf. Währungen das Gleiche. Sie sehen hier den Euro zum Dollar. Ja. Und hier können Sie schön erkennen, dass der Euro zum Dollar eben im Januar schwach ist, dann hier so unter Schwankungen seitwärts geht. Und dann im letzten Monat des Jahres fest ist und genau zum Jahreswechsel dreht. Es gibt sogar einzelne Jahre wie 2014, wo es auch genau zum Jahreswechsel ist. Und wenn ein Markt genau zum Jahreswechsel dreht, dann hat das eben oft natürlich Buchhaltungsgründe, in dem Fall Steuergründe. Für US-Unternehmen ist es einfach interessanter, das Geld sozusagen auf den Konten der Töchter im Ausland zu halten, weil sie dann weniger Steuern im Inland, also in den USA, zahlen müssen. Das ist mir auch bestätigt worden von jemandem, der mal in einem großen Ölkonzern gearbeitet hat. Also das ist ein nachhaltiger, stichhaltiger Grund für dieses saisonale Muster. Und das können Sie ja auch gut im Chart sehen. Übrigens hat Larry Williams das angeblich, hat er mir mal gesagt, schon in den 70er Jahren erkannt, dieses Muster und beschrieben. Ja, es hat also immer noch Bestand. Das ist jetzt einfach umgekehrt, weil dieser Verlauf, dieser saisonale Verlauf liegt ja am Dollar. Ja, den gibt es auch zu anderen Währungen, wie zum Yen oder zum britischen Pfund. Und ich zeige Ihnen hier den US-Dollar-Index, also die Inversion, wenn man das gewissermaßen will. Sie können hier sehr schön sehen, dass eben im Dezember der US-Dollar fällt, weil eben Gelder abgezogen werden und die fließen dann eben nach dem Jahreswechsel gleich zurück. Jetzt komme ich mal zu einem Rohstoff und zwar zum Spotmarkt, zum Rohölpreis, zum Heizölpreis. Und wenn Sie Hausbesitzer sind, und früher hat man das oft gemacht, auf dem Land macht man es immer noch sehr oft, dann heizen Sie vielleicht mit Heizöl und typischerweise wissen Hausbesitzer und Hausverwalter natürlich, dass es nicht sinnvoll ist, genau zum Beginn der Heizsaison mit dem Heizen anzufangen, sondern vorher. Ja, da die das eben dann auch machen, ja, kommt es schon vorher zu Anstiegen, bevor die Heizsaison beginnt. Und der beste Zeitpunkt ist also hier im Juli. Ab dann bereits beginnt der Heizölpreis zu steigen. Wegen der Kenntnis des saisonalen Musters werden sozusagen die Tankvorgänge vorgezogen. Und deswegen müssen Sie sozusagen, wenn Sie noch weiter vorne sein wollen, eben bereits im Hochsommer tanken, ja, Ihren Tank auffüllen. Also das zeigt Ihnen auch ganz genau, wie wichtig es ist, sich nicht einfach so auf Erfahrungswerte zu verlassen, sondern wie immer natürlich das auch präzise zu messen. Deswegen zeige ich Ihnen diesen Chart. Ja.
Saisonalität, das wissen die wenigsten, gibt es auch bei Einzelaktien. Ja, das ist hier der saisonale Verlauf von Microsoft. Ja, Microsoft errechnet über 20 Jahre, ist aber auch länger der Fall gewesen, dieses saisonale Muster. Microsoft ist typischerweise schwach in den ersten 2 Monaten, dann geht es über Schwankungen bis in den Oktober. Und dann haben wir einen etwa knapp einen Monat langen Zeitraum, in dem Microsoft im Mittel eine sehr gute Performance hinlegt. Und der Grund für dieses Muster, ich habe mich lang gefragt und dann kam ich drauf, das war dann ziemlich leicht, ist ganz einfach, es gibt da immer überdurchschnittlich gute Earnings Surprises im Oktober. Also da werden einfach bessere Zahlen in dem Quartal publiziert, regelmäßig, als in den anderen 4 Quartalen. Die sind immer besonders gut und deswegen steigt die Aktie hier. Also wir haben hier einfach ein Phänomen, das kaum bekannt ist und kaum genutzt wird. Das ist die Saisonalität von Einzelaktien. Die hat verschiedene unternehmerische Gründe. Das können also Earnings Surprises sein, wie hier. Das können beispielsweise auch Messen sein, wo dann im Nachgang dann eben oder während der Messe eben große Käufe, eben Aufträge kommen, dann durch die Medien gehen und die Aktien regelmäßig nach oben pushen. Das kann auch der Jahreswechsel sein, das können auch die Jahreszeiten sein, das kann das Weihnachtsgeschäft sein, das können Zulieferer sein, die zeitversetzt arbeiten, das können, dann zeige ich Ihnen nachher Beispiele, auch natürlich Rohstoffproduzenten sein, deren Saisonalität vom Rohstoff selbst abhängt und so weiter. Also es ist sehr interessant und sehr spannendes Feld, die Saisonalität von Einzelaktien. Jetzt komme ich zu etwas, was weit weniger volatil ist als Einzelaktien, das sind Immobilien. Hier zeige ich Ihnen, dass, weil Immobilien natürlich im Preis viel weniger schwanken, zeige ich Ihnen den saisonalen Verlauf anders, nämlich als einmal detrende ich, das heißt, der Endpunkt entspricht dem Anfangspunkt und ich zeige Ihnen die Abweichung von diesem getrendeten Jahresmittel, einfach damit Sie das sehr gut sehen können, die Saisonalität der Immobilienpreise. Sie können schön erkennen, dass sie eben im Juli, August sozusagen am höchsten sind oder Juni bis September genauer gesagt und hier Dezember bis März in etwa sind die Immobilienpreise eben nicht so toll und ja, wären wir jetzt sozusagen live, würde ich Sie gerne fragen, was der Grund ist. So sage ich es Ihnen einfach direkt, Immobilien werden natürlich bei Besichtigungen gekauft und entschieden. Und wenn es dunkel ist in der Jahreszeit und neblig und die Wohnung ist oder das Haus ist eben nicht hell und das Wetter ist nicht gut, dann erscheint eine Wohnung und ein Haus einfach weniger sympathisch und weniger attraktiv. Und deswegen gibt es hier eben dieses Muster. Der Unterschied ist natürlich nicht sehr groß. Wie gesagt, Immobilien schwanken natürlich weniger, aber da Immobilien sehr teuer sind, macht es natürlich leicht Zehntausende von Euro aus. Also wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, dann beginnen Sie halt irgendwann im März, April mit dem Inserieren, dann kommen Sie in die beste Phase rein. Und wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen und Sie haben sie sich angeschaut womöglich und sie gefällt Ihnen irgendwann im Herbst, oder im Spätsommer, dann warten Sie ruhig. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Immobilienverkäufer die noch los wird, die Immobilie ist vielleicht nicht so hoch, vielleicht muss er runtergehen. Ja, also das kann man durchaus nutzen. Die Schwankung ist gering, aber die Beträge sind hier natürlich ordentlich. Alles, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, waren jetzt die klassische Saisonalität, also der Jahreszyklus. Was Sie hier sehen, ist jetzt einfach mal andere Zyklen, möchte ich Ihnen zeigen, als Beispiel hier den Monatszyklus und das sehr langfristig gerechnet, erstmal über ein S&P 500. Sie können hier sozusagen einen durchschnittlichen Monatsverlaufschart sehen. Ja? Das ist die Monatsmitte bei 0 in der Mitte, links ist der Monatsbeginn der durchschnittliche und rechts ist der Monatsende. Ja? Und Sie können sehen, dass ungefähr vom 6. Tag des Monats an, vom 4. Tag des Monats an bis eben kurz vor dem Monatswechsel, der Markt seitlich war sogar leicht schwächer und dass um den Monatswechsel herum eben die stärksten Kursanstiege zu verzeichnen sind. Ja? Und dieses Muster ist natürlich längst bekannt und da gibt es auch sehr viele Publikationen, speziell für den US-Markt. Dass die US-Aktien oder das Aktien überhaupt nur im Monatswechsel eben typischerweise steigen
Und der Grund ist ganz einfach, um den Monatswechsel herum erfolgen viele Zahlungen, also Gehaltszahlungen, Mieteinnahmen und so weiter. Und entsprechend werden auch Fondssparpläne und so weiter eben typischerweise in diesem Zeitraum eben fließen dann die Mittel zu. Ja? Und was das ertragsmäßig ausmacht, das ist schon ganz erheblich. Sie haben es im Prinzip im Vorchart schon gesehen, aber ich zeige es Ihnen jetzt nochmal. Im Blau sehen Sie den Ertrag des S&P vom 26. eines Monats bis zum 5. des Folgemonats. Und in Rot, und die Linie sehen Sie im Prinzip eben fast gar nicht, weil sie einfach horizontal liegt, ist eben der Ertrag vom 6. bis zum 25. eines jeden Monats. Ja? Also der Ertrag lag im Mittel bei 7,6% in der relativ kurzen Zeit, die nur ungefähr ein Drittel ausmacht, vom 26. bis zum 5. des Monats. Und in Rot trat sogar ein Verlust von 1,68% in der längeren Zeit auf. Also es ist auch ein Phänomen, das Sie als Anleger natürlich nutzen können, indem Sie eben typischerweise die Aktie eben nicht am 5. oder so kaufen, sondern vielleicht am 25. oder 26. Einfach mal ein Beispiel, wie man sowas eben nutzen kann. Da komme ich nachher noch mit weiteren Vorschlägen. Nun ist der Turn-of-the-Month-Effekt, wie dieser eben gezeigte Effekt heißt, eigentlich schon lange bekannt. Und hier ist wahrscheinlich tatsächlich eine Arbitrage, erfolgt sie. Das heißt, in den USA ist dieser Effekt in den letzten Jahrzehnten schwächer geworden. Interessanterweise gilt das aber nicht unbedingt für den Rest der Welt. Ich habe jetzt hier mal wieder die 11 größten Märkte untersucht auf den Turn-of-the-Month-Effekt. Und ich habe auch keine Optimierung vorgenommen, sondern ich habe die gleichen Daten genommen wie für den US-Markt. Und auch wieder ab Beginn der Zeitreihe beziehungsweise ab 1970. Und was Sie hier sehen können, ist ganz einfach in der vierten Spalte von rechts ist der Ertrag in zwei Drittel der Zeit, also mid of the month, in der Mitte des Monats und dann daneben in der dritten Spalte von rechts kommt eben in der kurzen Zeit Turn of the Month, wie da der Gewinn ist. Ja? Also Sie können sehr schön sehen, dass im Mittel, das sehen Sie unten, um den Monatswechsel über diese Länder 7,93% Ertrag erzielt wurden und also um den Monatswechsel und 0,6% in der längeren Zeit sozusagen während des Monats. Das ist schon also phänomenal in einzelnen Ländern, wie zum Beispiel in Korea ist es ganz besonders krass, da haben sie knapp 12,5% erzielt um den Monatswechsel herum und sogar einen Verlust erlitten von 3,5% während der längeren Zeit des Monats. Das ist also ein markanter Effekt, der für die USA bestens erforscht ist, zigmal publiziert wurde und im Rest der Welt, aus welchen Gründen auch immer, anscheinend noch nicht sonderlich beachtet wird. Gut. Neben diesem Effekt gibt es natürlich noch weitere. Na, was haben wir hier? Ja, Sie sehen hier jetzt, also nicht Effekt, sondern neben dieser Zeit. Ich hatte Ihnen jetzt den Monatsverlauf gezeigt. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Wochenverlauf. Was Sie hier sehen, ist der Verlauf des S&P. Ja, ab dem Jahr 2000, aufgeschlüsselt nach Wochentagen. Ja, also ich zeige Ihnen hier mal rechts oben im Balkendiagramm, das sind die annualisierten Tagesrenditen, und zwar in blau, in schwarz vom S&P selbst. Und berechnet habe ich das, war kurz nach dem Low der Corona-Krise übrigens. Und in blau sehen Sie den Ertrag der einzelnen Wochentage. Und zwar immer von Close to Close zurückgerechnet. Also Dienstag, was sehr fest ist, ist also vom Montagsschluss auf Dienstagsschluss. Wir können hier also sehr schön erkennen, dass der Dienstag sozusagen mehr Ertrag gebracht hat als der ganze S&P. Sie können auch erkennen, dass der Donnerstag sehr schön fest war. Und Sie können erkennen, dass der Freitag sehr schwach war. Und was mich jetzt überrascht hat, und dazu schauen wir jetzt die Kapitalertragskurven an in dem Diagramm unten, das sind die Verläufe von denen. Wenn Sie in schwarz sehen, Sie hier wieder einfach den Verlauf des S&P, jeweils Indexwert einfach 100, alle gleichgesetzt. Und Sie sehen dann eben die Verläufe der,
der einzelnen Tage. Und Dienstag, wie gesagt, ist der festeste Tag. Und wenn Sie jetzt bei 2008 schauen, dann können Sie sehen, dass während der Finanzmarktkrise und dem zugehörigen Aktienmarktcrash, möchte ich mal sagen, oder zumindest der Kurshalbierung, ja, der S&P gestiegen ist. Ja, und was ich jetzt besonders faszinierend fand, ist, dass während des Corona-Rückgangs der Dienstag sich wieder bewährt hat und gestiegen ist. Ja, also der Dienstag ist ein echt guter Tag, insbesondere wenn die Märkte schwach sind. Also das ist wahrscheinlich dadurch erklärbar, dass vor dem Wochenende verkauft wird, der Montag dann sich so knapp hält und dann eben am Dienstag die Gegenbewegung ist. Ist meine These, ich kann das natürlich nicht überprüfen, weil ich nicht die Entscheidungsgründe von Millionen von Anlegern im Detail kenne. Hier kommt schon die Frage rein, lieber Herr Speck. Und zwar, geht man beim S&P freitags dann schon Donnerstag irgendwie zum Schlusskurs short? Des Freitagsschlusskurs? Oder was könnte man da machen? Das war immer close to close. Ja. Ja, also wenn man short gehen will, müsste man am Donnerstag close short gehen und am Freitag close nach diesem Diagramm eben wieder glattstellen. Mm, okay, wunderbar. Jetzt dieselbe Analyse für den Goldpreis. Ja, jetzt nicht so lange gerechnet, nur bis 2018, aber auch hier ein sehr markantes Muster, das auch Goldhändler, mit denen habe ich dann gesprochen, übrigens kennen. Freitags ist Gold sehr fest, also immer quasi ist aber vielleicht auch das Gegenstück zum Aktienmarkt, den ich hier nochmal zeige, wo eben Freitag sehr schwach war. Ja. Gold übrigens hier auch interessant, ab 2000 natürlich mit einem Ertrag von im Mittel 9%. Wie gesagt, das ist 2018, mittlerweile sind wir deutlich höher. Hat also im Mittel natürlich sogar mehr gebracht als der S&P, wobei beim S&P jetzt die Dividenden fehlen. Ja. Und hier haben wir also von Montag bis Donnerstag kaum Bewegung, die gesamte Musik spielt am Freitag. Hier vielleicht noch der Euro, der ja ein bisschen auch mit dem Gold korreliert, auch hier Freitag fest, aber der Montag sehr schwach. Ja, wollte ich auch zeigen. Und weil es so schön ist, zeige ich noch Bitcoin intraweek. Wieso ausgerechnet Bitcoin? Das ist auch nur bis 2018 übrigens, aber die Idee hinter der Analyse war folgende. Ich hatte mir überlegt, was ist eigentlich am Wochenende los mit Bitcoin? Weil Bitcoin ist ja eines der ganz wenigen Instrumente, die auch übers Wochenende gehandelt werden, wo ja alles zu ist. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist da besonders viel los. Und wenn Sie hier das Balkendiagramm anschauen, dann sehen Sie, dass Montag, Dienstag ziemlich fest sind bei Bitcoin, Mittwoch, Donnerstag nicht mehr und Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich wenig los ist. Also was ich vermutet hatte, dass das Wochenende, dass da besonders viel los ist, weil dann alle Anleger sich drauf stürzen, also dem ist nicht der Fall. Ja. Gut, dann gibt es natürlich noch weitere Bewegungen oder Zyklenlängen. Das nächste ist einfach Intraday. Ja, das, was Sie hier sehen, ist der durchschnittliche Kursverlauf des Goldpreises berechnet über 20 Jahre ab dem 5. August 1993 bis Ende 2013 und errechnet über Millionen Preise. Und Sie können hier sehen, übrigens die Zeit, die hier angezeigt ist, die ist die New Yorker Zeit. In Gelb markiert ist der Comics-Handel, wo die Futures gehandelt werden. Und links sehen Sie das AM-Fixing, das eben das Vormittags-Fixing in London, was eben mitten in der Nacht in New York ist. Und dann sehen Sie noch bei 10 Uhr das PM-Fixing, das Nachmittags-Fixing, was eben 10 Uhr früh in New York ist. Sie können hier sehen, dass der Preis im Mittel fällt zum Nachmittags-Fixing. Diesen Chart habe ich 2001 publiziert. Er wurde dann immer wieder aufgegriffen. Sie sehen hier rechts oben, zum Beispiel das ZDF hat es mal aufgegriffen, diesen Chart nachgebaut. Sie sehen drunter in Rot denselben Chart, aufgegriffen von einer Klage. Also ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, Geheime Goldpolitik, wurde auch schon gesagt in der Einführung, dankenswerterweise. Und da habe ich eben diese Themen untersucht. Und mittlerweile gibt es eben auch Klagen und auch Vergleichszahlungen und Strafzahlungen und so weiter. Also die Manipulation hat stattgefunden. Aber für Sie ist es natürlich interessant, da kann man das auch als Anleger nutzen. Leider ist das natürlich zum einen möglich, zum anderen natürlich der Rechenaufwand sehr hoch.
Ich zeige Ihnen hier aber mal einen Chart, der leider auf 2016 endet, aber 2005 beginnt, über verschiedene Zeitfenster. Also in schwarz sehen Sie hier die Kapitalertragskurve vom S&P, Future verkettet. Ja. Und Sie sehen in den übrigen Phasen immer 4 Stunden Zeitfenster. Und rot ist sozusagen am besten, und das können Sie erkennen, das ist von Mitternacht New Yorker Zeit bis 4 Uhr früh. Ja, Sie haben vielleicht schon oft gehört, dass es eigentlich der Handel über die Nacht eben besser ist als der Handel über den Tag. Also Daytrader kennen dieses Phänomen oft. Und man kann es eben noch viel genauer einschränken, wann ist es am besten. Und es war eben in diesem Zeitraum von 0 Uhr bis 4 Uhr früh, wobei eben hier 4 Stunden Zeitfenster untersucht wurden. Es gibt auch andere Untersuchungen mit 2 Stunden und so weiter. Man kann es auch viel genauer machen. Wir machen es in unserer Bloomberg und Thomson Reuters App auch minutengenau. Das ist eben auch möglich. Und Sie können hier sehen, weshalb ich das so interessant finde, ist, dieses Zeitfenster von 0 Uhr bis 4 Uhr früh ist eben über mehr als 10 Jahre stabil. Ja, also das ist einfach eine sehr schöne Equity-Line, die einfach schön stark steigt und die beste Zeit ist. Und man sollte annehmen, dass das längst wegarbitragiert ist, gerade im Intraday-Bereich. Und dem ist eben auch nicht der Fall. Also man kann diese Effekte wirklich nutzen. Ja. Und hier einfach noch was Praktisches für diejenigen, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das ist der Spritpreis sozusagen, der Tankpreis, abhängig von der Tageszeit. In der Nacht ist das Tanken natürlich am teuersten. Das ist klar, weil da viele Tankstellen zu haben und dann die wenigsten Leute natürlich lange Distanzen fahren, um ein bisschen zu sparen. Interessant aber, dass es erst so ab 11 Uhr früh eigentlich günstig wird oder 11 Uhr Vormittag. Also wenn Sie tanken, dann besser, wenn Sie von der Arbeit nach Hause fahren, als wenn Sie zur Arbeit fahren. Ein weiterer Zyklus ist, jetzt gehe ich wieder in den ganz langen Bereich, der 4-Jahre-Zyklus. Was Sie hier sehen, ist der wird auch Wahlzyklus genannt. Das ist der durchschnittliche Verlauf des Dow Jones über 4 Jahre jeweils. Ja, also Sie sehen links sozusagen das Wahljahr. Dann sehen Sie in dem zweiten Block das Post-Election, das Nachwahljahr. Dann sehen Sie das dritte Bereich, ist das Midterm oder auch Zwischenwahljahr im Deutschen. Und Pre-Election, das ist das Vorwahljahr. Sie können sehr schön sehen, dass im Prinzip die Aufwärtsbewegung hin zur Wahl erfolgt. Das können Sie links sehen. Dann können Sie sehen, dass es zum Nachwahljahr schon relativ abflacht. Das Zwischenwahljahr ist schwach und das Vorwahljahr ist tendenziell fest. Ja, das ist über mehr als 100 Jahre errechnet. Und der Grund dafür liegt in der Geld- und Finanzpolitik. Auch das Wirtschaftswachstum, das zeige ich Ihnen hier nur kurz, folgt diesem Zyklus. Ja. Und da gibt es auch akademische Studien. Das ist ganz einfach. Politiker wollen wiedergewählt werden oder beziehungsweise der Präsident will wiedergewählt werden, beziehungsweise er will, dass ein Nachfolger aus seiner Partei wiedergewählt wird. Deswegen wird sozusagen die harten Maßnahmen des Sparens, der Haushaltskonsolidierung, die finden typischerweise immer nach Wahlen unmittelbar statt, wenn das Politiker überhaupt sich vornehmen. Mittlerweile ist es ein bisschen aus der Mode gekommen, scheint mir. Und die laxe Geld- und Finanzpolitik, um eben hier eine Scheinblüte mit viel Deficit Spending, also eine Ausgabenfreude beim Haushalt zu machen, um die Wähler eben positiv zu stimmen. Das macht man eben typischerweise vor der Wahl. Und das wirkt sich auf den Dow Jones oder auf die Aktienkurse aus. Jetzt komme ich noch zu einem ganz langen Zyklus. Das ist der Dekadenzyklus. Was Sie hier sehen, ist immer das 7. Jahr. Ja. Von 1897 und so fort. Und Sie können sehen, das 7. Jahr war relativ oft schwach. Und das oft auch im Herbst. Das wird mit dem Pfeil eingezeigt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal den 10-Jahres-Zyklus errechnet ab 1897. Was Sie hier also sehen, ist einfach der durchschnittliche Verlauf immer über die Dekade des Dow Jones. Null sind die Jahre wie 2000 oder 2010. Die auf 0 enden, 1 dann die Jahre, die auf 1 enden und so fort.
Sie können sehr schön sehen, dass das mit gelb markierte fünfte Jahr eben typischerweise recht fest war und das mit rosa markierte siebte Jahr eben typischerweise oder sehr oft schwach war. Es liegt nicht nur am Aktiencrash 1987, wie ich Ihnen gerade an den Einzelbeispielen gezeigt habe. Der Chart hat ausnahmsweise, weil er eben zu lang geht, eine logarithmische Skalierung. Ja? Frage ist natürlich, ist es irgendwie valide oder ist es Zufall? Es kann sein, dass es kein Zufall ist. Das können Sie zum Beispiel auch daran erkennen, dass die Aktienhaus in Japan zum Beispiel genau am letzten Tag der 1980er Dekade geendet hat. Das können Sie daran erkennen, dass wenige kurz nach dem Jahreswechsel zum Jahr 1980 auch die Edelmetallhorse zu Ende war und so weiter und so fort. Also es ist durchaus möglich, dass die Geldpolitik oder die Politik sozusagen ein bisschen auch durch die Dekade getriggert ist. Und das wäre eine mögliche Erklärung für dieses Muster. Hier zeige ich Ihnen noch das fünfte Jahr im Dekadenzyklus ab dem Jahr 1805. Sie können hier sehen, dass dieses Phänomen eben vor allen Dingen ab 1885 vorhanden war, also eher in der Neuzeit. Jetzt müsste man diesen Chart noch genauer untersuchen, weil überhaupt das 19. Jahrhundert nicht so fest war. Also für mich ist es unklar, ob es sich hier um einen kausalen Zusammenhang oder um einen Zufall handelt. Ich habe verschiedene Untersuchungsmethoden hier angewendet, wie das hier auch. Ich überlasse es Ihrer Entscheidung. Gut, jetzt hatte ich bisher Ihnen lauter normale kalendarische Zyklen gezeigt, von Intraday bis 10 Jahren. Es gibt aber auch immer wieder Ereignisse, die wiederkehren und die an unterschiedlichen Tagen des Jahres liegen. Ich nenne das Events und ich nenne die zugehörigen Studien Eventstudien, also Ereignisstudien. Und Sie sehen hier in dem Chart was anderes, als ich Ihnen bisher gezeigt habe. Das ist der durchschnittliche Verlauf des deutschen DAX ab 1957, ohne das Krisenjahr 2002, wo es einfach radikal nach unten ging. Und da hätte der Durchschnitt sozusagen alles ein bisschen zu sehr beeinflusst. Und Sie können hier schön erkennen, den durchschnittlichen Verlauf 3 Monate vor der Bundestagswahl und 3 Monate nach der Bundestagswahl. Ja? Das ist also im Prinzip eine ähnliche Konstruktion wie eben die saisonalen Charts vorhin, aber eben diesmal um einen Anker herum, in dem Fall das Event der Wahltag. Ja? Und Sie können sehr schön sehen, dass zur Bundestagswahl eine Woche vorher der DAX typischerweise steigt. Und danach typischerweise fällt er. Dieses Phänomen gibt es auch in anderen Ländern, wenn nicht ganz so stark. Ja? Und der Grund ist natürlich ganz einfach psychologischer Natur. Die Anleger freuen sich und sind ganz gespannt auf die Wahl und erwarten sozusagen einen Politikwechsel zum Guten hin und kaufen deshalb Aktien. Das sehen Sie, es steigt ja genau zum Wahltag. Und danach beginnt eben der realistische Blick, Koalitionsverhandlungen und dergleichen mehr. Und die Aktien fallen wieder. Es gibt also oft dieses Phänomen, der Chart hier endet, den habe ich 2013 gemacht, das war aber danach auch so bei der darauf folgenden Bundestagswahl. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen ein anderes Ereignis. Leider ist ja jetzt wegen der Viruslage die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt worden, aber was Sie hier sehen, ist nichtsdestoweniger hochinteressant, wie ich finde. Das ist der durchschnittliche Verlauf 12 Monate vor und 12 Monate nach einem sportlichen Großereignis. Ja. Darunter verstehe ich die alle 4 Jahre stattfindenden Fußballweltmeisterschaften und die Sommerolympiaden. Ja. Und genommen habe ich, um das zu berechnen, die lokalen Aktienindizes. Also wenn in Athen, also in Griechenland die Olympiade war, habe ich den Athener-Index genommen und so weiter und so fort. Das habe ich für insgesamt 16 olympische Großereignisse, sportliche Großereignisse gemacht. Sie können hier sehen, dass etwa 8 Monate vor dem Beginn
einer Olympiade bzw. einer Fußballweltmeisterschaft typischerweise die Aktien steigen und bereits einen Monat vor Beginn sie schon wieder zu fallen beginnen. Also ich finde das sehr interessant und ich denke, das kann man auch als Anleger gut nutzen. Man muss halt immer alle 2 Jahre dran denken, sofern wieder solche Sportereignisse stattfinden, aber irgendwann wird es wohl wieder der Fall sein. Ja. Und der Grund ist natürlich einmal die mediale Aufmerksamkeit, die immer stärker zunimmt und dann offensichtlich auch Anlegerinteresse weckt. Aber es sind wahrscheinlich auch einfach Infrastrukturmaßnahmen und andere Maßnahmen, die das Land eben befördern und auch damit die Wirtschaft und die Aktienkurse. Und das zeigt Ihnen auch übrigens ähnlich wie schon beim DAX, die meiste Musik findet vor einem Event statt, also vor dem Ereignis, ganz wichtig. In dem Fall sogar viele Monate vorher. Und das ist auch bei dem nächsten Event so. Das ist jetzt das FOMC-Meeting. Die FED, also die US-Notenbank, trifft sich 8-mal im Jahr zu einer zweitägigen Sitzung. Und die meisten entscheidet dort über Zins und alles Mögliche und macht dann auch immer ein Announcement, also eine Ankündigung am zweiten Tag, was passieren soll. Und Sie können hier sehr schön sehen, dass es errechnet über 160 solche FED-Sitzungen. Sie können hier sehr schön sehen, dass das sind 5 Tage davor und 5 Tage nach diesem Meeting, dass eben ein sehr schöner, ordentlicher Anstieg im S&P im Mittel stattfand in diesen 2 Tagen, also einen Tag vor dem Meeting-Treff bis zum Schlusskurs. Und dann, wenn alle Anleger wirklich genau auf dieses Meeting schauen, dann tut sich im Mittel gar nichts. Ja, und 0,4% für 2 Tage sind schon sehr, sehr viel. Ja. Hier 15 und fällt danach wieder. Interessanterweise hier der S&P um den Hexensabbat, um Triple Witching Day. Ja, können Sie hier sehr schön sehen. Da steigt typischerweise der S&P und das finde ich auch ein sehr interessantes Ereignis. Beim DAX gibt es ähnliche Phänomene. Und hier der Euro, da habe ich keine Erklärung zu, der auch 15 Tage vor dem Triple Witching Day, der steigt eben auch typischerweise. Ich hoffe, man kann mich hören, wenn ich da kurz Bestätigung bekommen würde, weil ich gerade eine Meldung bekommen habe, dass die Internetverbindung instabil sei. Also ja, ist zu hören. Okay, gut. Mhm. Aber es war ein ganz kurzer Ausfall, aber der war so kurz, dass ich schon gar nicht mehr dazu sagen konnte. Okay, gut. Ja. Einfach zur Bestätigung. Mhm. Gut, dann ist es natürlich immer wieder, technische Analysten sind relativ offen für Sachen, die fundamental nicht so hundertprozentig stichhaltig sind. Ja. Nichtsdestoweniger ist natürlich ein zyklischer Verlauf oder ein saisonaler Verlauf oder ein Verlauf um ein Event ist natürlich dann am wahrscheinlichsten, dass er wiederkommt, wenn wir einen fundamentalen Grund haben. Ja. Und da habe ich vorhin schon diverse Sachen gesagt. Es gibt diese fundamentalen Gründe für saisonale Verläufe und für die anderen zyklischen Verläufe. Das sind zum Beispiel Zahlungsströme, haben wir schon erwähnt, ja, beispielsweise um Monatswechsel oder um Jahreswechsel. Das sind Steuerstichtage oder Winterdressing zum Jahresende. Das sind Stimmungen, ganz wichtig, um Feiertage, zum Beispiel für die Jahresendrally. Aber eben auch bei Events, wie wir gerade gesagt haben, weil dort eben die Spannung davor so stark ist, dass die Kurse oft vor den Event steigen. Ja, das sind Gewinnüberraschungen von Unternehmen oder andere interne Gründe, das Wetter und so weiter. Ja. Wie kann ich empirisch das untersuchen, ob an der Saisonalität wirklich was dran ist? Ich habe das gemacht und es war eine Quälerei, das sage ich ganz ehrlich. Das war nämlich ein sogenannter Walk-Forward-Test. Das heißt, ich bin hingegangen und habe die Aktien des S&P 500 genommen, die im Jahr 2000 eine Historie von mindestens, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, 15 Jahren oder so hatten, oder 10 Jahre war es ursprünglich. Dann habe ich
sozusagen aufgrund dessen eine Handelsentscheidung getroffen für die besten 20 Aktien beispielsweise, für das Jahr 2000 und einen saisonalen Index gemacht und habe dann eben immer am 1. Januar entschieden oder Anfang Januar, welche Aktien gekauft werden, dann Anfang Februar und so weiter oder eben auch zu anderen Zeitpunkten des Jahres. Und im Jahre 2001, für das Jahr 2001, habe ich dann die Saisonalität des Jahres 1991 bis 2000 genommen, für das Jahr 2002 dann die Saisonalität von 1992 bis 2001 und so weiter. Und da habe ich natürlich immer noch Parameter festlegen müssen. Zum Beispiel überprüfe ich das Handelsentscheidungen jeden Monat, das alle zwei Wochen, nehme ich 10 Jahre Saisonalität, nehme ich 20 Jahre Saisonalität, nehme ich die prozentual stärksten oder nehme ich das Median und, und. Das habe ich alles anhand des S&P genommen. Dann habe ich es appliziert auf ungefähr 10 andere Universen von kanadischen Minenaktien bis hin zu europäischen Aktien, japanisch und. Es gab immer eine Outperformance. Also für mich die Folge ist, mit einem wirklich solide gemachten Walk-Forward-Out-of-Sample-Test an der Saisonalität, in dem Fall von Aktien ist was dran, aber auch an der von, die habe ich auch untersucht, von Commodities, und zwar Commodity-Futures. Ja. Gut, so viel zu Rückrechnungen. Dann für Sie in der Praxis ist es natürlich am besten, wenn Sie eine gute Statistik haben und den Grund kennen. Das ist leider nicht immer der Fall. Dann wissen Sie, dass die Saisonalität ein echtes Phänomen ist, also dieses saisonale Muster. Ja, und dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es sich wiederholt. Was ist in der Praxis noch zu berücksichtigen? Oder was ist in der Praxis überhaupt zu berücksichtigen? Da ist natürlich die Streuung zu nennen. Ja, es gibt wie bei jedem Durchschnitt, kann das schön gleichmäßig verteilt sein. Es kann aber auch einfach Folge eines Ausreißers sein, der womöglich gar nichts mit Saisonalität bzw. mit der Jahreszeit zu tun hat. Dafür zeige ich Ihnen hier in Finien links den saisonalen Chart. Ja, die hat einen schönen, scheinbar einen schönen Verlauf im Februar, im März, April. Wenn Sie aber unten drunter die Einzelverläufe ansehen, dann sehen Sie, dass es vor allen Dingen dem Jahr 2009 geschuldet ist. Das zeige ich Ihnen live nochmal. Damals war Infineon ein Penny-Stock und stieg um über 500%. Das ist also kein saisonaler Verlauf. Und rechts sehen Sie Align Technologies, da haben wir einen ähnlichen Verlauf und da ist es schöner, schon mal gleichmäßiger, das ist ein saisonales Muster. Ja. Dann, jeder Mittelwert ist nicht nur von Ausreißern abhängig, sondern jeder Mittelwert bedeutet natürlich, dass es auch negative Fälle gibt. Ich zeige Ihnen hier vom S&P über die vergangenen 69 Jahre die Jahresendrallye von Mitte Dezember bis Anfang Januar. Und was Sie sehen, sind hier die einzelnen, in dem Balkendiagramm, die einzelnen Erträge in Prozent dieser Jahresendrallye. Und es gab eben in diesen 69 Jahren 54 Mal eine Jahresendrallye, aber 15 Mal eben nicht. Ja, das ist natürlich klar. Also man kann nicht alles, selbst auf ein gutes Muster wie die Jahresendrallye, kann man nicht alles setzen, weil es gibt einfach immer Ausreißer. Und dann natürlich ganz wichtig auch, Saisonalität kann sich ändern. Ja, also und einer der Gründe übrigens, der am Aktienmarkt immer wieder zu beobachten ist, das sind Horsephasen. Wenn Sie eine sehr feste Aktie haben, ja, wie aktuell zum Beispiel die schwergewichtigen Technologiewerte in den USA, oder eben, das zeige ich Ihnen hier im Chart, rechts der Dow Jones ab Mitte der 80er bis 2001 und links zum Vergleich von Mitte der 50er bis Mitte der 80er, ja, wenn Sie eine sehr feste Börse haben oder einen sehr festen Wert, dann ist es typischerweise natürlich über die Jahre damit verbunden, wenn er über die Jahre sehr fest ist, dass er auch in vielen einzelnen Monaten fest ist. Und dann verschwinden sozusagen die Schwächephasen. Und links sehen Sie dann Dow Jones über 30 Jahre eben im Aktienmarkt, der eben schon ordentlich war mit knapp 5%, aber als keine richtige Horse. Und da sehen Sie also eine richtig große Schwäche von Anfang Mai bis Ende Oktober. Und rechts sehen Sie eben die Horsephase, da ist zum Beispiel die Schwäche im Mai komplett weggebügelt. Aber andere Muster zum Beispiel erkennen Sie weiterhin, das ist die September-Schwäche oder auch die Jahresendrallye oder die Herbstrallye. Ja, also saisonale Muster können sich ändern und ein Grund dafür sind Horsephasen.
Gut. Grundsätzlich, welche Fragen Sie sich in der Praxis stellen sollten, das ist die Genauigkeit. Ich hatte vorhin erwähnt, dass es Anbieter gibt, die nicht genau sind. Dann ist es die Frage, ist es Saisonalität oder ist es einfach, was so aussieht wie Saisonalität? Da hilft die Statistik oder wenn Sie den Grund kennen. Dann gibt es eben Ausnahmejahre, wie bei Infineon oder der 87er Crash. Dann gibt es immer die Frage der Aktualität versus der Statistiken-Signifikanz. Schauen Sie sich die Saisonalität der letzten 10 Jahre oder 30 Jahre an. Bei 30 Jahren haben Sie die statistische Signifikanz. Bei 10 Jahren haben Sie mehr die Aktualität. Ich habe früher mehr zur Länge tendiert und neige derzeit mehr zu kürzeren, dafür mehr Werten. Ja, also beispielsweise in 10 Jahren. Ja. Beim Anlegen selbst müssen Sie natürlich berücksichtigen, dass Sie nicht alles auf eine Karte setzen, weil ein Muster abweichen kann und dass sich Saisonalität ändern kann. Sie müssen es also immer wieder aktualisieren. Für Ihre Handelslogik ist es, glaube ich, ganz entscheidend. Saisonalität ist ein externer Signalgeber, nämlich über einen Kalender. Also wenn Sie ein technischer Analyst sind, dann haben Sie sicherlich schon festgestellt, dass viele technische Indikatoren eigentlich recht ähnlich aussehen. Und der Grund ist dafür, dass Sie eigentlich immer mit der Zeit arbeiten. Und hier haben Sie als externen Einflussfaktor den Kalender. Ja? Und damit haben Sie einfach einen Inputfaktor, der eben nicht korreliert mit dem, was Sie vielleicht sonst machen. Und das ist eben meines Erachtens ganz wichtig für Sie. Das heißt, Sie können welchen Ansatz, Handelsansatz auch immer Sie verwenden, Sie können die Saisonalität zusätzlich benutzen oder die Zyklik. Ja. Ich möchte kurz zu den Warenmärkten wechseln oder einen Einschub machen, weil vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch Commodities handelt. Sie sehen hier einfach ein von Erdgas die Forward Curve. Das heißt, für jeden Monat über mehr als 10 Jahre, wie die Futures an einem bestimmten Tag gehandelt werden. Sie können sehen, dass im Prinzip immer im Winter, wenn die Nachfrage nach Erdgas hoch ist, der Preis auch hoch ist und im Sommer ist der Preis niedrig. Und zwar für den Future an einem bestimmten Tag. Also wenn Sie heute zum Beispiel Erdgaspreis anschauen von Lieferungen irgendwie Dezember oder so 2023 und dann eben Sommer 2024, dann wird der Sommer einfach viel niedriger sein. Das heißt, weil die Anleger wissen, dass es einen saisonalen Preis gibt bei Erdgas, ja, und weil man Erdgas schlecht lagern kann und so weiter und so fort, ist in den Terminmarkt die Saisonalität zumindest zum Teil eingepreist, ja. Das heißt, Sie müssen bei der saisonalen Analyse auch immer verkettete Futures anschauen, und zwar ertragsverkettete. Das zeige ich Ihnen nachher ja auch in der App, wie das geht. Hier zeige ich Ihnen mal den Spotmarkt für Weizen. Sie sehen, dass also im Sommer Weizen sozusagen am günstigsten ist, nach der Ernte vor allen Dingen, und dann stark steigt um etwa 10%. Hier zeige ich Ihnen den verketteten Future. Wir haben ja auch einen saisonalen Verlauf, aber er ist halt weniger ausgeprägt. Wie gesagt, die Preise, die saisonalen Verläufe sind zum Teil eingepresst, aber nur zum Teil. Ja, Sie können bei Commodity-Saisonalität auch sehr gut nutzen. Sie müssen das richtig machen. Gut, wie nutzen Sie in der Praxis Saisonalität? Einmal eben, ich mache hier 5 Beispiele, wie Sie es nutzen können. Einmal das Muster direkt, zum Beispiel die Jahresendrallye. Da müssen Sie halt aufpassen, dass Sie nicht zu viel draufsetzen. Ja. Dann können Sie das Saisonalität als zum Timing verwenden. Ja, also auch ein Langfristanleger kann so ein kurzfristiges saisonales Muster nutzen. Zum Beispiel, ich hatte vorhin schon das Beispiel genannt, vor dem Monatswechsel kaufen Aktien oder eben vor Beginn der Herbstrallye und dergleichen mehr. Dann können Sie Saisonalität als Filter verwenden. Entschuldigung. Das macht beispielsweise Larry Williams, der vorhin erwähnt wurde, schon mal mehrmals sogar mittlerweile. Das heißt, Sie gehen einfach kein Trade als Daytrader zum Beispiel gegen einen mittelfristigen saisonalen Trend ein und tun sich dadurch die Wahrscheinlichkeit des einzelnen Trades erhöhen. Also in der Jahresendrallye gehen Sie halt einfach nicht short. Ja? Und die nächsten Beispiele, beiden zeige ich Ihnen mehr ausführlich. Das ist einmal Saisonalität als Zusatzinput
Und einmal zur Selektion. Saisonalität als Zusatzinput. Den kennen Sie vielleicht den einen oder anderen. Das hier ist der Ansatz von Herrn Gebert. Thomas heißt er, glaube ich. Und der verwendet den Zins, die Saisonalität, den Dollar und die Inflation. Rechts unten sehen Sie die Triggerlinie in dem Chart rechts unten und die Signale, wenn er long ist im DAX, ist es dunkel gefärbt und wenn er eben nicht long ist, ist es hell gefärbt. Ja? Und das ist meines Erachtens der beste echte Track Record für den deutschen Aktienmarkt, ja, weil er das seit den 90er Jahren publiziert und auch mittlerweile ein Produkt drauf hat. Sie können oben im Chart, oben rechts sehen, den DAX selbst und eben seine, also das Ergebnis seiner Strategie. Ja, seit Ende der 80er Jahre. Ja, also er schlägt den Markt deutlich und das zeige ich Ihnen deshalb, weil es eben A zeigt, dass Saisonalität, obwohl er einen ganz einfachen saisonalen Ansatz hat, eben gut funktioniert. Und das zeige ich Ihnen auch, um Ihnen einfach zu zeigen, wie man Saisonalität eben auch zusätzlich verwenden kann bei der Geldanlage, also bei der Entscheidungsfindung. Wenn Sie also, Sie werden jetzt nicht einen Dollar Zins und Inflation nehmen, sondern irgendwas anderes, dann können Sie eben Saisonalität als zusätzlich zu Ihrem Ansatz verwenden. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, den ich zeigen will. Das ist, oder ich fange hier an, sorry, die Folien sind vertauscht. Das ist die Saisonalität zur Aktienselektion. Wir haben hier Novo Nordisk, den dänischen Medizinlieferanten, der eben typischerweise im Februar fest ist. Und wir haben hier die Aktie Adidas, den Sporthersteller, Puma übrigens ähnlich, typischerweise im März, April. Und es bietet sich natürlich an, einfach Novo Nordisk im Februar zu halten und Adidas im März, April. Und jetzt komme ich ganz kurz zu dieser Folie. Das zeigt Ihnen einfach mal, was der Hintergrund der Saisonalität nochmal ist für Einzelaktien. Das sind die Earnings, in diesem Fall von einem Agrarwert. Da ist es natürlich besonders krass. Aber es gibt auch, was weiß ich, kleine Brauereien in den USA, die eben nach dem Sommer höheren Umsatz und höhere Gewinne bekannt machen, was der Markt einfach nicht richtig einpreist und dann steigen die Kurse. Das ist also einfach die Begründung dafür, weshalb es solche saisonalen Muster gibt. Wenn Sie also Novo Nordisk im Februar halten, Adidas im März, April, dann können Sie einfach von einem Wert in den anderen rollen. Und das zeigt es Ihnen hier schematisch, wie das dann aussehen kann, dass Sie so die Erträge kaskadieren. Ja. Gut. Für sowas brauchen Sie einen Screener. Das zeige ich Ihnen dann gleich auch. Das heißt, ein technisches Verfahren, wo Sie einfach hunderte oder tausende Aktien screenen, welche bald saisonal aussichtsreich sind. Jetzt komme ich zur letzten Folie. Im Nachgang zeige ich Ihnen dann die einzelnen saisonalen Beispiele live und in Echtzeit. Und als drittes können Sie dann auch Ihre Lieblingsaktie zeigen. Aber das ist jetzt sozusagen eine der letzten Folien der Präsentation selbst, der PowerPoint-Präsentation. Und Sie sehen hier einen Verlauf der Trennungsraten von Paaren. Ja. Und Sie können hier schön erkennen, dass zum Beispiel zu Weihnachten hin sich viele Paare trennen, auf Sommerferien, da kommt man anscheinend oft zusammen und ich weiß es nicht, desgleichen Osterferien. Und auch am 1. April steigen die Trennungen. Also wenn Sie einen Scherz machen, dann doch bitte nicht zulasten Ihrer Partnerin oder Ihres Partners, das führt zu mehr Trennungen. Gut, jetzt komme ich dann gleich zum Live-Teil. Was Sie hier sehen, ist ganz einfach www.seasonex.com. Das ist für Privatanleger. Das haben wir mittlerweile eben eine Seite. Aber wir haben auch in Bloomberg und in Thomson Reuters Icon ein Angebot. Wir können Sie den ganz wenigen deutschsprachigen, Content-Anbietern, die softwareseitig sowohl bei Bloomberg als auch bei Thomson Reuters oder Refinitiv, wie es jetzt heißt, eben vorhanden sind, präsent sind. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und ja, Sie können auf Seasonex
und ich gehe jetzt gleich auf diese Seite, kostenfrei natürlich populäre Instrumente wie ein DAX oder so anschauen und kostenfrei ebenfalls, das kann ich Ihnen nur dringend raten, sich für unseren Research Report eintragen lassen. Da kriegen Sie alle 2 Wochen eben entweder eine Recherche oder einen aktuellen Hinweis. Können Sie jederzeit auch wieder abbestellen, keine Sorge. Und es gibt natürlich einen vollen Zugang zu derzeit über 27.000 Instrumenten für die saisonale Analyse. Und im Zuge dieses Webinars habe ich die Kollegen gebeten, doch einen Voucher einzurichten. Das haben die gemacht. Und Sie können also über diesen Voucher, der VTAD, großgeschrieben, -50 heißt, einmalig 50% Reduktion erzielen. Das finde ich recht ordentlich, was ich da besorgt habe. Ich liebe die VTAD. Einmalig heißt, wenn Sie einen Monat beziehen, eben einen Monat, wenn Sie ein Jahr beziehen, ein Jahr. VTAD in Großbuchstaben und dann -50. Gut, jetzt komme ich mal. Na? Gut, wenn Sie Seasonex aufrufen, www.seasonex.com, dann kommen Sie auf die normale. Ist es ordentlich sichtbar, wenn ich mal kurz nachfrage? Ich habe hier wieder ein Fenster drin. Ich sehe nur den schwarzen Bildschirm erstmal. Da steht, bitte entfernen Sie dieses Fenster vor der freigegebenen Anwendung. Was meint der? Da einfach mal die Bildschirmfreigabe beenden und einen neuen Bildschirm raussuchen. Das ist, glaube ich, dann am einfachsten. Das sehe ich hier nicht. Moment. Also nochmal. Sieht man es jetzt? Ja, gut. Jetzt haben wir es, genau. Okay, also das ist der Startbildschirm, den Sie sehen, wenn Sie auf seasonex.com gehen. Ja. Hier haben Sie einfach Beschreibung zur Saisonalität selbst. Hier haben Sie den richtigen Research-Bereich. Das sind also alle Berichte hier, zum Beispiel Gold und Goldminenaktien, wie sind die saisonal, wie ist Bitcoin und auch viele andere Themen, auch spezielle Analysen, zum Beispiel eben diese Intraweek-Sachen und so weiter, die publiziere ich hier. Also bestellen Sie diesen Research Report, der ist kostenfrei. Und jetzt logge ich mich aber in die Anwendung ein. Gut, und das ist also jetzt die Anwendung, mit der Sie eben tausende von Aktien eben untersuchen können. Hier zeige ich Ihnen kurz mal den Screener. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip vom S&P 500, welche sind aktuell sozusagen interessante Werte. Und da können Sie auf den Wert klicken. Und da wird Ihnen eben direkt auch dieses saisonale Muster angezeigt. Ja? Das ist also im Prinzip das, was Sie auch gesehen haben hier. Sie können hier den saisonalen Chart sehen. Ja? Hier mit einem markierten Muster gleich. Hier haben Sie die Preisskala und hier haben Sie von Micron Technology eben den saisonalen Verlauf. Hier errechnet über 14 Jahre. Das kann man alles ändern. Ich zeige Ihnen jetzt vielleicht mal ein anderes Beispiel, nämlich den DAX, den wir ja vorhin auch hatten. Dann kann man hier das ändern, zum Beispiel auf 25 Jahre. Dann wird es hier deutlicher. Ja. Dann können Sie eben hier markieren, einfach mit der Maus markieren. Ja. Und dann kommt gleich die Statistik, wie Sie sie vorhin schon gesehen haben. Ja, annualisierte Return 35% in der gleichen Monat. Hier kann man dann eben auch direkt, können Sie die Zeiten angeben. Sie können hier den Chart auch verschieben, damit er nicht im Januar beginnt. Dann können Sie es leichter markieren. Oh, Herr Speck, ja? Ist der Chart in einem Pop-up? Nein. Weil der, oder auf einem anderen Bildschirm, weil wir sehen hier nur die Liste. Oh. Ach so, okay, das ist ein, doch, dann muss ich schon wieder den Bildschirm wechseln, sorry. Ja. Das geht nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Mache ich das mal zu. Muss ich Bildschirm wieder freigeben.
Und jetzt muss ich wirklich in dem Bildschirm bleiben. Da haben wir ihn. Sieht man es jetzt? Genau. Okay. Ja. Also vorhin nach dem Screener, das haben Sie dann nicht gesehen, als ich dann auf Micron geklickt habe, ging gleich das Micron-Technology-Muster los. Ja, gleich markiert. Was Sie hier sehen noch einmal, ist der saisonale Verlauf des DAX. Hier oben können Sie die Jahreszahlen einstellen, zum Beispiel 15 Jahre statt 35 oder 10 Jahre, über die es berechnet wird, oder eben 32 Jahre. Und Sie können hier einfach direkt markieren. Ich mache jetzt mal die Herbstrallye. Ja. Und Sie können hier das verschieben, damit es nicht im Januar beginnt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Dann können Sie es leichter ändern, die Markierung. Und Sie können hier auch das Datum immer ändern. Ja. Des Weiteren, das zeige ich Ihnen gleich. Jetzt mache ich mal einen anderen Wert. Moment. Wie kriege ich das jetzt hin? Hier den S&P 500. Ja, den wähle ich, weil er besonders viele Jahre hat, nämlich 70 Jahre. Und da können Sie eben das sehen, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Sie können hier nämlich Filter machen. Sie können zum Beispiel Wahljahre filtern oder Nachwahljahre oder Zwischenwahljahre. Ja, aktuell haben wir ein Wahljahr. Und dann sehen Sie jetzt eben den typischen Verlauf des Wahljahres im S&P. Sie können hier alle markieren und Sie können zum Beispiel jetzt, was weiß ich, ein Ausreißerjahr wie 87 rausmarkieren. Dann geht der Oktober nicht ganz so stark nach unten. Ja? Sie können hier zum Beispiel das aktuelle Jahr einblenden. Verläuft das so? Ja, jetzt haben wir hier natürlich den Corona-Crash. Den hatten wir nicht saisonal. Ja? Und Sie können hier auch einen Vergleichswert einblenden. Ja, also wenn Sie zum Beispiel eine Aktie anschauen, dann können Sie sich anschauen lassen, wie die Aktie saisonal gegenüber dem S&P läuft als Beispiel. Ja? Mache ich noch zwei, drei weitere Beispiele. Microsoft vielleicht. Vorhin auch. Ja? Moment. Ja, hier wieder die Anzahl Jahre ist jetzt sehr lang, mache ich mal 15 Jahre. Ja. Microsoft ist ein recht fester Wert, deswegen bietet sich hier das Detrending an, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Detrending heißt nicht, dass der Startwert, dass der Endwert auf den Startwert gesetzt wird und sozusagen Tag für Tag das leicht reduziert wird. Dadurch erkennen Sie saisonale Trends, gerade bei Highflyern, also Aktien wie Apple oder Microsoft und so weiter besser. Also gerade wichtig zum Shorten oder so. Sie erkennen hier natürlich auch die guten Phasen, aber Sie erkennen einfach optisch das besser. Ja. Dann hatten wir vorhin, das zeige ich Ihnen auch mal gleich, nochmal die Novo Nordisk. Sie geben hier einfach Novo ein, dann wird es hier eben vorgeschlagen. Dann sehen Sie hier die feste Phase am Anfang. Ja. Hier besonders im Februar. Und dann zeige ich Ihnen die Adidas, die eben typischerweise März-April fest ist. Ich hatte vorhin die Puma erwähnt. Die ist auch zu dem Zeitpunkt sehr fest. Und das ist schon ein ordentlicher Anstieg. Das ist ein annualisierter Gewinn von fast 300% hier. Ja, das ist also durchaus ordentlich. Dann vielleicht hier noch Infineon. Nochmal, um Ihnen das Ausreißerjahr nahezulegen, das hatten wir hier. Ja. Sehen Sie hier das Ausreißerjahr, das ist das Jahr 2009. Jetzt schauen Sie sich den Chart an, jetzt zeige ich Ihnen hier nochmal alle und filtere eben 2009 raus. Sie sehen, wie sehr dieses Muster sich zurückbildet. Ja, das ist also nicht saisonal. Jetzt kommt ja noch die Frage raus, wie das so mit Währung aussieht. Währung und Saisonalität. Könnten wir uns mal da vielleicht irgendwie was beim Euro-Dollar anschauen? Hatten wir hier den Euro-Dollar. Zeige ich hier auch lieber länger. Ja. Sie können hier die Festigkeit eben im Dezember sehen. Mhm. Ja. Und die Schwäche im Januar. Ja. Die Zeitreihen sind hier noch nicht sehr lang. Wir sind gerade dabei, den Datenanbieter zu wechseln übrigens, dass wir hier viel längere Zeitreihen bekommen.
Also manche sind einfach hier, Währung ist ja einfach noch nicht so stark. Dann haben wir eben auch die Cryptocurrencies. Ja, das sehen Sie hier oben. Zeige ich Ihnen mal Bitcoin. Ja, ist das schon das Maximum? 10 Jahre ist das Maximum. Und Bitcoin ist eben ein sehr fester Wert. Hier bietet sich auch die Trending zu machen. Bitcoin ist von April bis Mai gut und dann wieder zum Jahresende. Das können Sie aber noch besser erkennen, wenn Sie die Trending machen, wo die festen Phasen sind. Ja, also bei Werten, die richtig stark waren in der Vergangenheit, die Trending. Dann ganz interessant finde ich Gold. Auch hier am besten natürlich lange. Da sind Sie, Gold steigt typischerweise von Juli bis Ende Februar. Das hängt mit der Schmucksaison unter anderem zusammen. Bei Gold eben fürs Weihnachtsgeschäft gut läuft und Weihnachtsgeschenk gebraucht wird, aber auch in der Hochzeitssaison in Indien oder chinesischen Frühlingsfest und so weiter eben verschenkt. Und Sie vermuten vielleicht, dass Silber, das ja sehr stark korreliert mit Gold, eben, und zwar sowohl kurz- als auch langfristig, einen ähnlichen saisonalen Verlauf hat. Wie Sie hier sehen können, Silber steigt eben vor allen Dingen hier im Januar, Februar und dann nicht so sehr, hat nicht dieses Muster wie Gold. Und der Grund liegt darin, Silber ist mehr ein Industriemetall. Ähnliches gilt übrigens auch für Platin und Palladium. Das zeige ich Ihnen auch noch. Platin zeige ich Ihnen hier. Platin zum Beispiel ist auch sehr fest im Januar, Februar. Und die Industrie ordert eben im Januar, Februar. Ja, also das sind einfach Sachen, da muss man drauf kommen. Das weiß fast niemand, wie interessant die sind. Und dass sowas wie Silber und Gold unterschiedliche Saisonalitäten haben, finde ich sehr bezeichnend, weil die beiden Metalle ja wirklich so eng korrelieren. Und Silber wird eben als Industriemetall nach dem Jahreswechsel, wenn die Firmen ihre Bücher offen haben und wenn die Firmen eben ihre Jahresplanung stehen haben, eben besonders stark geordert. Und anscheinend kümmern sich die Einkäufer nicht um die Saisonalität. Sie können es aber nutzen. Und das sind eigentlich die Sachen. Eine Rohstoff wollte ich Ihnen noch zeigen. Oder ich zeige Ihnen noch mal eine Aktie. First Majestic. Das ist der reinrassigste Silberhersteller. Und den sehen Sie eben auch Januar, Februar fest im Mittel. Ja, weil eben der Rohstoff fest ist. Und dann hatte ich vorhin noch die Rohstoffe erwähnt. Wenn Sie eben richtige Commodities traden, wie zum Beispiel Weizen, ja, wo Sie, dann wählen Sie immer den ersten Wert oben. Das ist ein verketteter Commodity-Index. Und in dem Fall ist eben Weizen, verläuft saisonal so. Und das können Sie traden, ja, wenn Sie Commodities traden, nicht den Spot, sondern den Future, dann nehmen Sie diese Saison. Gut, damit bin ich jetzt erstmal am Ende angelangt. Erinnere nochmal an den Voucher VTAD großgeschrieben. Und wenn jetzt irgendjemand einen Wunsch hat, wenn wir noch etwas Zeit haben, dann kann er sich gerne, dann zeige ich ihm gerne den saisonalen Chart. Ja, lieber Herr Speck, ich komme schon mal rein. Der Voucher ist eben so ein bisschen untergegangen im weltweiten Hängenetz. VTAD großgeschrieben, minus 50 war das, glaube ich, ne? Genau. Okay. Es kommen noch ein paar Fragen. Also grundsätzlich, ja. Ich finde es alleine so vom Draufschauen, ist es ein unheimlich spannendes Thema. Und zwar unabhängig davon, ob man sich eher ein bisschen kurz- oder längerfristig an den Märkten tummelt. Weil allein schon die Aussage, wenn du halt irgendwie regelmäßig ansparst, dann kauf halt nicht am Anfang des Monats, sondern vielleicht irgendwie 10 Tage später, fand ich durchaus einfach nochmal wichtig. Ich meine, das wird immer wieder mal auch gesagt und das ist ja das Interessante daran, alles ja auch gewisse Hintergründe. Ne? Und dementsprechend sich das immer wieder klar zu machen, ist eins. Ich finde es auch unheimlich spannend dann zu hören, dass es den einen oder anderen Wert gibt, der eben wie, ja, wenn du den kaufen willst, dann kauf ihn im Januar oder lass es einfach für den Rest des Jahres sein. Und da denkt halt keiner drüber nach. Das finde ich spannend. Schön.
Ne? Also das ist das, das ist das eine. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und die Frage, die steht schon etwas länger hier im Chat. Jetzt passt sie gut rein, weil jetzt sehe ich zum Beispiel diesen Chart hier, was haben wir hier, Weizen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, jetzt will ich halt Weizen dann dementsprechend verkaufen, ne, wenn ich dann eben richtig mich auf die Seite stellen will. Und ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich den Einstiegszeitpunkt denn optimieren? Also gibt es da Indikatoren? Wo könnte so ein Stop liegen? In welchem Zeitrahmen bewege ich mich? Und ja, also wie kann man da am besten vorgehen, wenn ich jetzt sowas sehe, so ein Chart? Also der Weizen ist ein ganz schlechtes Beispiel. Weil es gibt einfach Werte, die ein deutlich markanteres Muster haben, zum Beispiel Crude Oil. Ja. Mhm. Also das ist ganz einfach gut zu shorten, ab Mitte September, Mitte bis Mitte Dezember. Nun waren die Commodities, gerade die Commodity Futures in den vergangenen ja über 10 Jahren nicht besonders fest. Ja. So dass die Long-Seite, wenn man es handeln will, natürlich trotzdem quasi hier interessant ist, von Mitte Februar bis Anfang März, eben hier in dem Bereich. Aber das ist sozusagen in der Vergangenheit jetzt nicht so viel gewesen mit 11,77% über diese Zeit. Aber wenn Sie davon ausgehen sollten, dass Sie einen Commodity-Bullmarkt bekommen, dann werden Sie natürlich hier einfach auch ordentlichere Erträge erzielen können. Mhm. Ja. Also dann kann ich das ja auch mit charttechnischer Analyse kombinieren, meinetwegen so ein letztes Hoch, ne, wenn ich zum Beispiel Öl verkaufen will, ne, oder so eine Geschichte. Ja, also Öl würden Sie hier am besten, im Prinzip hier würde ich shorten, in diesem Zeitraum, da ist der stärkste Rückgang. Mhm. Ja. Und wir haben hier einen annualisierten Return von -45%. Ja, auf eine Short-Position muss man natürlich entsprechend umrechnen, je nachdem, welches Instrument man nimmt, ob man jetzt ein Future-Short geht oder über ein Faktor-Zertifikat und so weiter. Ja. Das beeinflusst natürlich den Ertrag. Das ist ja einfach mathematisch gerechnet. Ja klar, da fährt man. Und ja, die Winning-Trades sind natürlich invers. Also Winning heißt hier im Prinzip für den Short-Trader der Verlust. Ja, spannend. Also die Wahnsinn. Anzahl. Hier kommen noch zwei Wünsche erstmal rein. Einmal Nike und einmal Nvidia. Wie schreibt man Nike? Nike. So? Ja. Gut. Der Gegenspieler zum Adidas. Ja, da haben wir es noch nicht. Ich nehme es mal über 25 Jahre. Das war mir in der Vergangenheit auch schon aufgefallen. Da haben wir zwar auch diese Stärke, aber die ist halt nicht so stark wie bei Adidas und Puma. Hm. Ja, wir haben hier eher dieses Muster, das sehr schön ist. Und das eigentlich auch ganz interessant ist, ein gutes Beispiel, weil es zeigt Ihnen einen Wert, der im September sehr fest ist. Und im September sind ja die Aktienmärkte tendenziell schwach. Hm. Also es ist ein sehr interessanter Wert, weil er einfach Ihnen die Möglichkeit bietet, sozusagen im September ein sehr ausgezeichnetes Aktienengagement einzugehen. Ich mache mal wirklich jetzt hier über diesen Zeitraum. Ja. Das sehen ja auch unten am Balkendiagramm, wie gut die Trefferquote ist. 115% annualisiert für im September ist schon sehr ordentlich, weil die meisten Aktien hier schwach sind. Also sehr interessanter Wert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, also wir müssen jetzt nicht ausdiskutieren, aber könnte dann zum Beispiel in einem der größten Märkte für Nike, nämlich USA, dann irgendein Sportereignis regelmäßig anstehen, wo alle sagen, jetzt muss ich ja das aktuelle Trikot kaufen. Also das gilt es dann dementsprechend auch mal dann rauszufinden, ja, ob dann irgendwie Football-Saison anfängt, weitergeht. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber das ist bei Adidas wahrscheinlich ähnlich so, oder? Man kann natürlich bei jeder Aktie versuchen, das rauszukriegen, aber wenn man wie ich sozusagen tausende Aktien screent, dann ist man einfach sehr lange beschäftigt. Ich verlasse mich da eher auf die Statistik, weil mir eine Rückrechnung mit Walk-Forward-Prozess eben auch gezeigt hat und Out-of-Sample, dass sich diese Muster wiederholen tendenziell. Ja. Sie kriegen hier nicht im Schnitt 115%, aber Sie kriegen eine Outperformance im September. Können Sie damit rechnen, wenn Sie Nike kaufen? Ja, und das reicht eigentlich. Das ist einfach, es gibt ja kein Aktienverfahren, weder technisch noch fundamental oder so, dass es jetzt das 100% nicht zuverlässig ist, aber Saisonalität ist schon im guten Bereich, um eine Outperformance zu generieren.
Es hat eben auch diese relativ einfache akademische Studie gezeigt, das hat auch eben meine Out-of-Sample-Walk-Forward-Untersuchung gezeigt. Also wenn Sie Nike regelmäßig im September kaufen, können Sie einfach eine Outperformance erwarten gegenüber dem. Ja, okay. Dann Nvidia. Nvidia, also die, nee, N. E, das E weg. Jetzt kommen die Sachen näher. Und dann Dia. Da ja. Haben wir. Gut. Also dieser Wert. Ja, ich würde sagen, hier. Von hier bis dort sehr interessant. Also eigentlich auch, um die Sommerschwäche ein bisschen zu überbrücken. Ja. Annualisiert 106%, was für einen 3-Monats-Zeitraum auch sehr ordentlich ist. Ja. Und dann im Prinzip noch hier von Anfang Februar bis auch eine interessante Phase. Ja. Obwohl, hier sieht man auch, dass es vor allen Dingen in diesen Jahren war und zuletzt eben nicht so stark. Also hier müsste man noch ins Detail gehen und auch mal einen kürzeren Zeitraum anschauen, sondern die letzten 10 Jahre. Ja, da hat sich das Muster schon deutlich geändert. Also das müsste man genauer ansehen, den Wert. Hm. Weil hier geht es einfach noch um. Das ist ein High-Flyer, deswegen würde sich hier auch ein Trending anbieten. Und dieser Wert hat einfach in den letzten 10 Jahren relativ wenig saisonale Verläufe. Das war ganz klar. Hm. Auch das ist natürlich interessant, weil gerade so eine Aktie wie Nvidia ist ja durch diesen ganzen Cryptocurrency-Hype mächtig nach oben gegangen, weil natürlich alle irgendwie, die meinen wollten, halt so eine leistungsstarken Grafikkarten brauchten. Und das dann wiederum auf Saisonalitäten umzusetzen und eben zu schauen, ja, ist da irgendetwas, was jetzt nicht nur auf den Krypto-Hype abzumünzen ist, abzuzählen ist, sondern eben auch wirklich etwas ist, was eigentlich dabei ist, finde ich auch nochmal ganz, ganz interessant und vor allem auch nachdenkenswert. Ja, denn wenn wir sagen, wir haben Präsidenten-Election und sowas, dann ist es ja greifbar. Aber da, interessant, sehr interessant. Also, ja, aber diese Aktie hat eben in den letzten 10 Jahren aufgrund ihres starken Anstiegs letztlich, wie gesagt, wenn eine Aktie wirklich richtig stark steigt, das ist ja schon phänomenal, dieser Anstieg in den letzten 10 Jahren, dann geht das nicht einfach nur in 2 Monaten. Also da braucht eine Aktie mehr oder minder fast 7 Monate. Und deswegen ist sie dann an irgendeiner Stelle auch saisonal eben, wie soll ich sagen, nicht so interessant. Ja, also der saisonale Aspekt ist bei anderen Aktien, tritt einfach stärker hervor. Muss man einfach sagen. Ja. Also Saisonalität kann viel, aber kann auch nicht alles. Mhm. Gibt es noch einen Wert, den jemand sehen möchte? Ich frage mal in die Runde. Gut. Genau, gibt es noch etwas? Wenn nicht, am Ende, es lässt sich auch ja doch mit relativ einfachen Klicks selber rausarbeiten, rausfinden, wie das Ganze aussieht. Wir haben ja dann auch die Probemöglichkeit und da lässt sich ja auch sicherlich nochmal eine etwas intensivere Frage dann beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dann nochmal direkt auf Sie zukommt, weil auch hier natürlich nochmal etwas tiefer gehende Fragen dabei sind oder eben einfach mal ein bisschen länger diskutieren kann. Letzte Frage, die ich noch habe, Thema der Folien. Da wurde ich jetzt mehrfach ja schon angesprochen im Chat und das gebe ich natürlich gerne weiter. Inwieweit gibt es da die Möglichkeit, dass wir die bekommen? Gerne. Gerne. Gerne höre ich ganz besonders gerne. Ja. Ansonsten verweise ich natürlich auch auf die Aufzeichnung, die wir dann natürlich dann, ja, im gegebenen Abstand der Bearbeitung logischerweise dann auch wieder zur Verfügung stellen im Mitgliederbereich. Und wenn es jetzt spontan nichts mehr gibt, dann schlage ich vor, wirklich Fragen dann ruhig so dann reinzubringen, beziehungsweise Wunschwerte selbst einfach nochmal dann zu analysieren. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll, dann auch selbst mal da reinzugehen, dass wir da jetzt so durchgaloppieren. Und dann, ja, lieber Herr Speck, bedanke ich mich ganz herzlich im Namen aller Zuhörer, Zuschauer, die heute da waren, aber auch noch reinkommen in die Aufzeichnung der VTRD
und freue mich sehr über die ganzen spannenden Themen. Gerade der Hinweis mit Heizöl ist vielleicht gerade noch rechtzeitig, man weiß es noch nicht. Und in dem Sinne Ihnen alles Gute und allen auch an VTRD-Dern auch alles Gute. Wir sehen uns und hören uns in gut 2 Wochen wieder am 2. mit dem Olli Klemm. Freue mich schon drauf, sehen wir uns dann wieder und ansonsten bleibt gesund, bleiben Sie gesund und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao, tschüss. Danke auch von meiner Seite und alles Gute.